mit Thomas Müller und Joshua Kimmich die Kabine zu teilen, war im ersten Moment schon echt krass. Werte sind natürlich ein bisschen zu hoch. Ja! Habt ihr dann gesehen, da geht was? Nee. 70.000 Fans waren da schon im Stadion und pfeifen komplett uns aus. Ich habe das Gefühl gehasst, wenn ich zurückgefahren bin nach München. Man war da erstmal so ein bisschen auch geschockt so. Ja, Julian Nagelsmann dann bei den Profis. Schießt Ecke, kannst Bratwurst bestellen gleichzeitig. Das ist halt Regionalliga. Ja, habe ich gelernt von Ulreich. Einfach mal anstacheln, den Schiedsrichter. Kann der einem denn auch Feuer machen? Ja. Ja. Alle flippen aus. Es gibt nichts Geileres, finde ich. Das war wirklich crazy. Das ist Traumberuf Profi und ihr schaut einfach Fußball. Guck die Nerven, wenn er bisher nur für Mann ist. Deshalb stürm ich Flügel, ich dribbel wie Leroy Sané. Ich bin Torben Rhein, 20 Jahre alt, Position zentrales Mittelfeld. Ich bin Spieler von Bayern München und im zweiten Jahr per Laie bei Austria Lustenau. Gleich Treffpunkt in 25 Minuten. Gesperrt oder was? Oh, ja, okay. Okay. Wie machen wir das jetzt? Können wir kurz durch, bitte? Sonst kommen wir zu spät zum Treffpunkt. Danke. Mann. Danke. Ja. Komm, Peter. Boah, ich habe keine Worte dafür. Das war wirklich crazy. Geisteskrank. Ihr habt gesehen, die Fans sind heiß, wir auch. Von daher wird ein geiles Spiel. Let's go. Auf geht's. Derby am Abend, Flutlicht, 19:30 Uhr, ausverkauftes Haus. Wir sind jetzt hier beim Aktivieren. Ist eigentlich immer so vorm Spiel, dass wir uns einfach noch mal ein bisschen bewegen, ein bisschen passen, ein bisschen Rondo, Torschüsse. Pakistan, I'm always thinking about my problems that I never planned. All my problems, yeah, they hold my hand. I'm full of erstes Derby wieder, ist immer was Besonderes. Ich finde, du merkst auch schon, die Woche vorher, alle sind angespannt. Ich bin auch gespannt, ob sie eine Choreo machen. Selten so Gänsehaut gehabt. Beim 3-0 die Choreo war unglaublich. Alle flippen aus, gibt nichts Geileres, finde ich. Mal schauen, ob du das Parken gelernt hast. Mine 1. Wow! Guck's dir an! Hi, ich bin Johannes Schenk, 20 Jahre alt. Ich bin Torwart beim FC Bayern München und zurzeit ausgeliehen zu Preußen Münster. Reflextest. Open a window, need ventilation, bando, need renovating. They had their time, but they got relegated. Clear that they ain't educated. Wenn ich kein Torwart geworden wäre, wäre ich Sechser geworden. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich nur wegen dem zu schulden, dass bei uns im Dorf der weggezogen ist, der Torwart. Zu mir wurde dann gesagt, ich bin der Größte und ich gehe ins Tor. Und jetzt bin ich deswegen bin ich genau hier. Als Stürmer, ich war davor Stürmer, glaube ich nicht, dass ich da ansatzweise in die Richtung gegangen wäre. Ich war in der Champions League bei 2 Spielen, glaube ich, auf der Bank. Gegen Viktoria Pilsen letzte Saison und in Barcelona. Als ich dann im Camp Nou aufgelaufen bin, ich bin reingelaufen, habe erstmal nach oben geguckt, weil es auch so hoch ist. Und da hat mir, ach du Kacke. Jetzt bin ich hier im Camp Nou und das war echt, also das sind so Erlebnisse, die man einfach sein ganzes Leben lang einfach auf keinen Fall vergisst. Mein erstes Mal, wo ich dabei war im Stadion, gegen Dortmund, in Dortmund. Ich bin auf dem Platz gelaufen, 70.000 Fans waren da schon im Stadion und pfeifen komplett uns aus. Mir war schon mulmig, also war ein mulmiges Gefühl. Man war da erstmal so ein bisschen auch geschockt so. Ich will jetzt nicht Angst sagen, aber man hatte Respekt. Ey, stopp.
Bevor ihr das Video weiterschaut, schaut erstmal nach, ob ihr abonniert habt. Wenn nicht, holt das auf jeden Fall nach. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Reflex-Test! Mit Thomas Müller und Joshua Kimmich die Kabine zu teilen, war im ersten Moment schon echt krass. Weil man sagen muss, nachdem man dann halt gemerkt hat, nach 4-5 Einheiten, dass es halt auch ganz normale Menschen sind. Thomas Müller, mit dem kommt man immer reden. Manuel Neuer war auch immer super offen und alles. Ich bin jetzt seit 4-5 Wochen hier in Münster. Verstehe mich richtig gut mit der Mannschaft. Ich muss jetzt im Training einfach meine Leistung bringen und dann hoffe ich, dass ich da meine Einsatzzeiten bekomme. Herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen rum, wie ich hier wohne, wie ich lebe. Hier ist der Esstisch, wenn Freunde sind. Wir haben oft letztes Jahr so das perfekte Dinner gemacht mit zwei Teamkollegen. Dann dachten wir uns, komm, kochen wir einfach mal gegeneinander. Wir bewerten uns fair. Und genau, dann sind wir immer zu einem nach Hause gefahren, Drei-Gänge-Menü. Und dann haben wir da gegeneinander für uns gezaubert. Zum Nachtisch dann Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Jetzt nicht sportlergerecht, aber da glänze ich am meisten. Also ich habe auch gewonnen, muss ich sagen, ich habe auch gewonnen. Aber die Konkurrenz war auch nicht so stark, von daher. Hier ist vielleicht der spannendste Raum. Zockerzimmer, sage ich mal. Ich habe ja auch eine Matte drin. Dart spiele ich sehr gerne. Hier für Formel 1. Ab und zu fahre ich hier schon ein paar Runden dann am Abend. Eine FIFA-Karte, das ist das Ziel, ja? Werte sind natürlich ein bisschen zu hoch. Wenn ich irgendwann so Werte habe, bin ich zufrieden. Wir haben es so gemacht, dass für jedes Länderspiel dann irgendein Spieler den Wimpel bekommt, der halt irgendwie erstes Länderspiel, Man of the Match. Ich habe hier Italien, Irland. Das ist natürlich was Cooles. Wenn gutes Wetter ist am Abend, ja, setze ich mich manchmal raus, genieße einfach und schalte ab. Torben Rhein, merkt euch diesen Namen. Hast du schon mal gehört? Hermann Gerland, dass er den gesagt hat, macht einen natürlich stolz. Schöne Sache gewesen, aber dafür kaufen kann man sich nichts. Ist natürlich ein Traum, irgendwann in der Allianz Arena zu spielen, vor 70.000 in der Champions League. Da will ich hinkommen und deswegen immer Step by Step. Ich wollte Spielzeit und das ging für mich über alles. Hier kann ich mich am besten weiterentwickeln aus meiner Sicht und habe mich deswegen dann hier für Lustenau entschieden. Du warst ja in der zweiten Mannschaft bei Bayern und hast ja eigentlich deine Einsätze auch gehabt. War eine krasse Erfahrung, natürlich dann dritte Liga gespielt. Ich bin dann hochgekommen zur Corona-Zeit, wo wir der Meister wurden. Zum ersten Mal dann in meiner Karriere, dass ich dann ein, zwei Mal verletzt war. Das war natürlich auch eine Erfahrung, die ich dann machen musste, die ich vorher noch so nicht kannte. Deswegen ging es dann halt nicht nur so, sondern dann kamen Widerstände, die man überwinden musste. Wenn du dann wirklich mal Sachen hast, die nicht so top laufen, lernst du einfach am meisten, finde ich. Von daher eine ganz, ganz wichtige Zeit auch, jetzt rückblickend auf jeden Fall. Pull this pan over my feelings, that's that day love. If you love me and you mean it, why you cut me off? Wie war es dann für dich, so mit 14 die Familie zu verlassen? Sehr schwer. Also am Anfang hatte ich viel Heimweh. Ich habe mich schon oft gefreut, dann nach Hause zu fahren, wenn ich mal zwei Wochen daheim war, weil wir Pause hatten und dann wieder zurück musste. Das war dann immer so der Punkt, wo mich dann immer so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe das Gefühl gehasst, wenn ich wieder zurückgefahren bin nach München und das Gefühl hatte, ich habe meine Zeit nicht gut genutzt. Deswegen wollte ich immer ganz viel machen mit Freunden, Familie. Sonntag, 15 Uhr, Fußball, erste Mannschaft. Zu Hause im Dorf. Am liebsten würde ich im Feld mitspielen, ein paar Dinger da vorne machen in der Kreisklasse. Mit 35 oder 38 nach der Karriere bin ich Kreisklassenstürmer mit 40 Toren in der Saison. 100%. Hier ist unser Stadion. Durch die ganzen Fans, die dann immer voll dabei sind, ist es hier dann immer schon echt ein Hexenkessel einfach. Hier gehen wir runter zur Kabine. Das ist dann die Mixed Zone oder vor dem Training ist das auch unser Raum, wo wir uns immer aufwärmen. Der Unterschied zwischen Feldspielern und Torhütern ist eigentlich, dass wir die ersten 45 Minuten beim Torwarttrainer sind, jedes Training, und uns da aufwärmen und danach zur Mannschaft stoßen. Das hier ist unser Stadion. Hier bestreiten wir unsere Heimspiele, meistens vor ausverkauftem Haus. Hier ist dann unsere Bank. Hier die ganzen Leute sind eigentlich echt richtig laut, die machen auch richtig gut Stimmung. Ist das nicht das totale No-Go, als Franke zu den Bayern zu wechseln? Es war tatsächlich ein Problem, vor allem für meinen Vater, der von Kindheit an schon Nürnberg-Fan ist. Es war ein langes Gesprächsthema auf jeden Fall, dass es eigentlich nicht geht. Aber meine Mom hat dann die Überzeugungsarbeit bei meinem Dad geleistet und dann hat es zum Glück funktioniert. Gibt es einen Plan B? Wenn ich ganz ehrlich bin, weniger. Falls es aufhören sollte mit meinem Beruf jetzt, dass ich dann einfach was anderes machen will, was ein bisschen Abstand halt einfach vom Fußball, vom Allen dann bedeuten würde. Ich hoffe, dass ich den Beruf, den ich jetzt ausübe, auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen kann. Man sehen kann,
Kacktor des Monats. Habe ich damals bekommen, dritte Liga war mein erstes Tor. Bisschen Slapstick davor, deswegen habe ich da so eine Auszeichnung bekommen. Ich habe da noch so einen Klodeckel bekommen, wo das alles drauf stand. Genau dahinter habe ich nebenbei mit einem von meinen besten Freunden so ein Zertifikat gemacht in Spielanalyse. Ist das auch so in Richtung Plan B gedacht? Eigentlich wollte ich immer Abitur machen, das ist dann aber nicht ausgegangen, weil ich dann bei den Amateuren war. Da war dann immer frühes Training, Set dann einfach durch Nationalmannschaft und so. Wäre ich dann nicht mehr allzu oft in der Schule gewesen. Ich habe dann noch einen Spanischkurs gemacht, damit ich einfach nicht nur einmal trainiere und dann nichts mehr mache. Español. Sí, un poco. Hier habe ich ein Bild von meiner Familie, bei der Hochzeit von meiner Schwester und ihrem Mann. Ich bin Familienmensch, deswegen finde ich, wenn hier dann ein, zwei Bilder an der Wand hängen, finde ich schon cool. Du bist ja gebürtiger Berliner, mit 14 zu Bayern gekommen. Wie war das, mit 14 sich schon von der Familie zu trennen? Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, wenn du dann im Internat bist und du bist dann mit deinen besten Freunden und chillst den ganzen Tag und machst Sachen, trainierst Fußball, es lenkt natürlich ab. Ich bin dann mit 18 ausgezogen aus dem Internat. Ist natürlich dann schon was Cooles, wenn man dann so ein eigenes Chef zu Hause ist. Wie ist es, mit Miro Klose zu trainieren? Ist das nicht unfassbar inspirierend? Steht auf einmal Weltmeister vor dir, Rekordtorschütze WM vor dir, dann ist erstmal Mund zu und zuhören. Kann der einem denn auch Feuer machen? Ja. Ja, natürlich muss er auch mal laut werden, wenn wir nicht alles richtig gemacht haben. Am Ende waren wir dann auch ziemlich erfolgreich. Ja, war eine Top-Zeit. Höher Nagelsmann dann bei den Profis. Ich habe da echt ganz gut performt, so gegen Ajax, Neapel und so, war natürlich auch krass, da mal gegen so welche Gegner zu spielen. Wie dann Osimhen oder wer auch immer. Wie waren die Zeiten, als es mal ein bisschen schwächer lief? Es ist nicht immer alles positiv im Fußball. Da kommen auch negative Kommentare. Klar, du sagst nach außen hin vielleicht, ist mir alles egal, ich lasse es nicht an mich ran, da rein, da raus. Aber im Inneren, es macht was mit dir, es hat was mit mir gemacht. Aber das war die wichtigste Zeit, glaube ich, in meiner noch jungen Karriere, dass ich das einfach auch durchgemacht habe. Zu viel Energie, 100.000 Watt Büro. Wenn wir Welle schieben, immer auf den Tag. Scheiß auf Teledien, wir sind lieber wach. Hundebälle viel, Alter. Rutscht man da auch schon mal hin und her auf der Bank, weil man sich immer denkt, man will unbedingt mit draufstehen? Also wenn ich dann halt nicht auf Platz stehe, probiere ich halt einfach auf der Bank ein bisschen zu pushen oder halt mich mal mit dem Schiedsrichter anzulegen, vielleicht mal eine gelbe Karte abzuholen. Ja, habe ich gelernt von Ulrich, der hat schon gelb oder irgendwie sowas. Einfach mal anstacheln den Schiedsrichter. Okay. Es gibt Trainingseinheiten, wo ich dann auf den Platz gehe und denke, oh mein Gott, ich spiele jetzt schon wieder nicht. Das ist demotiviert, muss man ganz klar sagen. Eigentlich muss man das Gefühl, was man da hat, nutzen, um einfach an sich zu arbeiten und nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, ey, ich spiele schon wieder nicht, ich brauche jetzt nichts mehr zu machen. Wenn man eine Verletzung hat, finde ich, dass man im Kopf einfach haben muss, du hast jetzt so viel Zeit, an deinen anderen Schwächen zu arbeiten, lass die Hand einfach weg und mach Krafttraining, Beine, mach irgendwas. Also ich habe mir hier so die Sehne gerissen. Es war halt im Training und er hat sich den Ball zu weit vorgelegt, ist halt trotzdem noch hingegangen und ist dann dabei auf meine Hand getreten. War ich 4 Monate raus und letztes Jahr im Sommer war es dann so, dass ich mir dachte, okay, ich brauche kein Tape mehr. Und dann auf einmal war es wieder gereizt. Seitdem habe ich gesagt, egal wie gut es sich anfühlt, ich tape immer. Selbst in 5 Jahren tape ich das wahrscheinlich noch. Meine Finger sind auch schon krumm. Es ist immer so, jedes Jahr bekommt ein junger Torwart halt die Chance, so bei der zweiten zu spielen. War mir auch klar, dass ich dann dieses Jahr wahrscheinlich eher weniger spiele, weil halt die neue Generation kommt. Hört sich so hart an, aber ist halt irgendwo auch das Geschäft. Es ist halt schwer als Torwart, wenn du jemanden vor dir hast, der seinen Job gut macht. Als Feldspieler, wenn man jetzt eingewechselt wird, kannst du 10 Minuten, kannst du ein überragendes Spiel machen, 2 Tore und auf einmal bist du im nächsten Spiel in der Startelf. Als Torwart ist halt, solange sich keiner verletzt oder irgendwie sowas, bist du auf der Bank und musst da halt abwarten, bis du irgendwann mal deine Chance bekommst. No, I swear these hoes, you can't trust them. Baby, I don't want relations, I'm just trying to fuck some. I'm just trying to drop a hit and make the club jump. I hate that I was too deep in, so young. Der ist zwar FC Bayern-Fan, aber der ist nicht. Warum, was bist du für Fan? Wo, in Deutschland? Mhm. BVB. Schwarz-Gelb, schießt Ecke, kannst Bratwurst bestellen gleichzeitig. Das ist halt Regionalliga. Irgendwie ist schon geil, finde ich. Wir sind gleichzeitig nach München gekommen, die ganze Zeit die Jugend durchlaufen zusammen und dann haben sich halt die Wege getrennt. Jeder macht seinen nächsten Schritt. Im Profifußball verliert man da viele Freunde auch? Wir werden immer befreundet sein, hoffe ich jetzt mal. Wenn man ehrlich ist, der Rest sind dann Fußballerfreunde, sag ich mal. Ja, es ist eine Freundschaft, aber es ist jetzt keine Freundschaft wie die, wie wir zum Beispiel haben. Egal, ob es jetzt bei Bayern ist oder bei einem anderen Verein, hoffe ich schon, dass wir irgendwann mal wieder zusammen auf dem Platz stehen. Ein Unentschieden für beide recht. Nein, nein. Sieg. Sieg Lustenau. Nur das kommt in Frage. Du zahlen? Nein, ich zahle. Du zahlen. Walk in the club with 2 stripes when I want. Ich wohne seit 5 Wochen hier in Münster und habe noch keine Wohnung leider gefunden, deswegen wohne ich noch im Hotel. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer.
zeige ich euch das mal hier kurz. Ein Bett drinnen, alles was ich brauche. Ich habe zwar einen Profivertrag bei Bayern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt schon eine Wohnung kaufen kann. Ich habe auch schon überlegt, in eine WG zu ziehen. Ich stehe so um 9.30 Uhr auf, dass ich dann entspannt hier meinen Stuff machen kann. Putze ich meine Zähne und gehe dann halt runter zum Frühstück, schlürfe meine 3 Cappuccinos. Dann komme ich vom Training zurück, gehe in die Stadt was essen. Und dann gehe ich wieder hier ins Zimmer, in meine 15 Quadratmeter. Ich habe keinen Bock mehr auf Pizza, ich habe keinen Bock mehr auf Burger, ich habe keinen Bock mehr auf Pasta. Ich würde ganz gerne mir einfach selbst was machen, mir ein Fleisch anbraten und Nudeln dazu machen. Und es wäre auch nicht so teuer. Zweimal Essen am Tag zu gehen, sind 10, 20 Euro pro Mahlzeit. Also ich kann es echt nicht mehr sehen. Ihr habt lange in Berlin gelebt, dann kam der Wechsel von Torben nach München. War das der Grund, warum ihr zum Tegernsee gezogen seid? Geplant war eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen mal so für die ersten 2, 3 Monate mit, damit er da nicht so alleine ist. Seitdem wohnen wir am Tegernsee. Ich möchte jedes Spiel von meinem Sohn am liebsten sehen, aber ich habe halt auch noch einen Job und der besteht halt auch darin, andere Fußballspiele zu gucken. 70% der Spieler sehe ich auf jeden Fall. Im Stadion? Ne? Im Stadion, natürlich, selbstverständlich. Mit dem Wechsel damals zu Hertha, der von Torben zu Anfang gar nicht gewollt war, hat er einmal da trainiert und dann wollte er unbedingt. Habt ihr da auch schon gesehen, da geht was? Nee. Ich erinnere mich gut an die ersten Schritte von Torben auf dem Fußballplatz. Da, um Gottes Willen. Also mich macht jedes Spiel stolz. Egal, ob er jetzt richtig abreißt oder ob es nicht so gut ist, weil da hinzukommen, Profifußballer zu werden, zu diesen ausgewählten 2% zu gehören, das alleine ist schon sensationell und man hat vor jedem Spiel Herzklopfen. Ich bin auch, gehöre eher zu der Kategorie Papa, der seinen Sohn immer schlechter sieht als besser. Und wenn dann Bedarf ist, dass er sagt, lass uns mal drüber reden, dann reden wir, aber ansonsten reden wir auch nicht drüber. 3-0 verloren, zu Hause in einem Derby ist nie gut, ist kein schönes Gefühl. Aber so ist Fußball, kann immer in beide Richtungen gehen. Wir haben es jetzt auch so erlebt, von daher wollen wir es natürlich im nächsten Derby besser machen. Meine Eltern haben mich jeden Tag zum Training gefahren, 1,5 Stunden. Damals wusste man ja noch nicht, was es wird. Es hätte auch sein können, dass es gar nichts wird und ich mit 16 dann nichts mehr habe. Als Dankeschön konnte ich den Auto leasen. Da war ich auch glücklich, denen einfach was zurückzugeben. Ich mache das alles auch ein bisschen für meine Familie, damit ich denen auch ein besseres Leben so ein bisschen ermöglichen kann, was auch immer eine gute Motivation ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe keinen Druck von meiner Familie, überhaupt nicht. Die meinen auch, wenn mir das irgendwann mal zu viel wird, der ganze Druck, dann soll ich einfach zurück ins Dorf kommen. So. Wir haben ein schönes Leben. Man kann sich alles leisten, man hat Spaß am Leben und das ist das Wichtigste irgendwo. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, liked das Video, haut was in die Kommentare und hier sind noch 2 Videos für euch, die könnt ihr auch ganz gerne abchecken. Ciao. Reflex-Test.